Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu einem neuen Ultimate Team Part bei mir. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir legen gleich los. Ich muss natürlich noch ein bisschen erzählen am Anfang, das mache ich ja mal gerne. Und zwar im letzten Part, den habt ihr hoffentlich alle gesehen, da ging es um meine Community Elf, ich wollte schon wieder sagen. Ja, die Seite kennen anscheinend einige Leute nicht. Und da geht es um Spielerwerte aus dem echten Leben, aus der echten Bundesliga. Nicht, dass das einige falsch verstanden haben. Das wollte ich nur mal sagen. Die Mannschaft habe ich mittlerweile verkauft. Und ja, ich hätte auch Kramer und Ronny tauschen können. Die Chemie war trotzdem nicht maximal, weil halt die Positionen nicht optimal waren. Weil halt die ZOM-Spieler als ZM- oder ZDM-Spieler gewesen sind. Es ist einfach so. Manche wissen das irgendwie noch nicht. So ein paar Sachen weiß ich ja auch nicht, aber vieles weiß ich schon und das kann ich schon mal sagen. Auch wenn das alles Bundesligaspieler waren. So, ich würde sagen, jetzt machen wir einfach mal ein Spiel. Oder wollte ich noch irgendwas zu den Kommentaren sagen? Auf jeden Fall danke ich auf jeden Fall für eure ganzen Kommentare. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und ja, das war so der Grundgedanke. Fanden viele cool, dass ich mal so eine Mannschaft gebaut habe, so eine Idee hatte. Und ich werde euch jetzt heute nochmal erzählen, auf was ich in Zukunft Lust habe, für Mannschaften zu bauen. Ich habe mir jetzt so ein bisschen Münzen zusammengespart, wie ihr hier oben in der Ecke irgendwo sehen könnt wahrscheinlich. Und werde jetzt demnächst mal so ein bisschen anfangen, andere Teams zu bauen und einfach bestimmte Teams jetzt bauen, die eigentlich auch noch relativ leicht von der Chemie zu bauen sind. Aber jetzt für diesen Part werde ich mit meiner Bundesliga-Mannschaft 3.0 spielen. Und um die noch zu vervollständigen, gehe ich einmal kurz raus aus dem Ultimate-Team-Modus. Ich werde mir einen Spieler ausleihen und ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das klappt, so wie ich mir das irgendwie vorgestellt hatte. Ich glaube, hier sind ja noch einige Spieler, ja genau, hier sind Bale zum Beispiel und Lewandowski drin, weil ich ja schon relativ hoch in dem FIFA-Level bin, kann ich mir die freischalten und ich werde mir jetzt mal Lewandowski freischalten und den werde ich nochmal 4 Spiele testen und ich kann euch sagen, ich habe das noch nie gemacht, einen Spieler ausgeliehen und den dann auch eingesetzt, aber das machen wir jetzt einfach mal. Und für die, die das nicht wissen, ja, ich habe die PlayStation 4 erst seit einem Jahr circa. Und der Account ging ja trotzdem über den ich schon jahrelang benutzt habe von FIFA. Und deswegen habe ich schon so ein hohes Level hier. Nicht, dass ihr euch wundert, Alter, zockt der so viel, dass der schon so ein hohes Level hat. Das ist natürlich über Jahre lang erspart. So, jetzt habe ich hier Lewandowski für 4 Spiele ausgeliehen. Das kann man nicht erhöhen, das Ganze. Das geht einfach kontinuierlich runter. Und den werden wir jetzt in meine Bundesliga-Mannschaft 2.0 machen. Ihr seht, ich spiele fleißig ab und zu so nebenbei. Auch Einzelspieler-Season, weil darüber verdiene ich einfach meine Münzen. Ne? Da gibt es halt für relativ wenig Aufwand, weil es nicht so die schwersten Gegner sind. Hier zum Beispiel 3600 Münzen, wenn ich Meister werde und ein Silberset dazu. Ne? Sowas zum Beispiel. Und ich spiele jetzt aber Online-Season natürlich für euch. Ich bin jetzt in Liga 7 angekommen. Ihr seht, es geht hoch. Es geht ganz langsam hoch. Es geht so langsam hoch. Aber es geht hoch. Und hier gibt es, was gibt es denn hier? 5000 Münzen für die Meisterschaft schon. Also online mehr als offline anscheinend. Ja, sieht jedenfalls so aus. Ich habe noch irgendwas zwischen den Zähnen. Ihr kennt das. Und vor allem, wenn ich lächle jetzt so, da alles. Ja gut. Ihr seht mich ja jetzt nicht ganz so groß. Achso, mein Greenscreen ist noch nicht gebügelt. Ich muss noch ein Bügeleisen organisieren und wenn das gebügelt ist, das Ding, dann ist hoffentlich jetzt hinten, hinter mir alles ja einheitlich und ich habe hier nicht mehr so krasse Ränder um mich herum, die so grün geschimmert haben. Ich hoffe, das wird besser in den nächsten Parts und vor allen Dingen, wenn das Ding noch gebügelt ist. Ja, nur so viel dazu und jetzt kommen wir auch zur Mannschaft, damit ihr die mal sehen könnt. Das ist meine englische Ligamannschaft. Die sollt ihr nicht sehen. Und jetzt gehen wir zur Bundesligamannschaft. Hier ist sie. Und da habe ich jetzt einiges verändert und ich habe noch gar nicht mit der Mannschaft, so wie sie jetzt ist, gespielt. Im Tor ist geblieben Adler. Als linken Verteidiger habe ich mir geholt Rausch. Der hat ein hohes Tempo. Ja, so mittelmäßig hoch. 81, also das ist ja eigentlich schon ganz gut. Und ja,
Was hat er noch? Der hat 4 Sterne schwacher Fuß. Genau deswegen wollte ich den auch mal austesten. Der hat relativ gute Defensivwerte. Ich werde ihn einfach mal austesten. Und der hat mich 2100 Münzen gekostet. Als Innenverteidiger habe ich jetzt Sokratis, der 3900 gekostet hat. Also für mich hat der super Werte und war schon immer ein Top-Innenverteidiger in FIFA. Und auch in echt. Und Dante auf der anderen Seite. Ja, und jetzt habe ich hier rechts nicht mehr Rafinha, sondern ich will jetzt mal Großkreuz ausprobieren, weil der einfach ein höheres Tempo hat. Und das Tempo spielt einfach in FIFA 15 eine extrem große Rolle, meiner Meinung nach, mittlerweile. Und deswegen werde ich ihn mal testen. Er hat jetzt nur 2 Sterne Spezialbewegung, aber wann brauche ich da mal 3 Sterne bei dem? Nutze ich sowieso kaum oder gar nicht. Und der Schuss ist auch gut, also alles eigentlich solide mit über 70er Werten. Kevin Großkreuz, man kann ihn mögen, man kann ihn hassen, aber er ist ein Arbeitstier. So, dann haben wir jetzt ein bisschen hier die Wolfsburg-Fraktion im Mittelfeld. Hier habe ich jetzt mal Gustavo ausprobiert oder will ich ausprobieren. Und ja, ich will mir nochmal Xabi Alonso auch holen, aber der ist halt viel, viel langsamer. Und Gustavo hat einfach auch bessere Defensivwerte. Von daher finde ich Gustavo einfach optimal für die Position. Ich würde eigentlich fast sagen, es gibt gar nichts Besseres in der Bundesliga in FIFA auf der Position. So, auf der linken Seite habe ich immer noch Son. Ich hader da immer noch mit mir. Ich weiß nicht, wen ich da auch mal testen würde. Traoré wäre da so eine Lösung vielleicht mal. Und auch der ein oder andere. Ich weiß jetzt aber nicht aus dem Kopf, wer dann noch so gewesen wäre. Auf der rechten Seite bin ich jetzt mal Shaqiri drin. Den habe ich erst einmal gespielt, wie ihr seht. Mal gucken, wie der abgeht. 4 Sterne, was will man mehr? Und vorne habe ich jetzt auch mir Immobile geholt. Da bin ich mal sehr gespannt. Und ich würde sagen, einfach aus der aktuellen Situation her, spielt Immobile mit seiner, mit seinem Vorgänger. Und ja, den habe ich mir ja gerade ausgeliehen. Dann werden wir ihn mal reinholen. Den guten Lewandowski. Ich lasse die Seiten jetzt so. Man könnte jetzt auch sagen, ach komm, mach's auf die andere Seite. Aber Chemie ist ja so oder so jetzt 10, oder? Ja, ändert sich nichts. Ich mache Lewandowski lieber auf die linke Seite. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Spiel. Viel Spaß und dann werde ich noch ein bisschen erzählen, reden und euch unterhalten. So, Zeugen Jeboas, oder wie heißt der Gegner? Das ist ja auch mal ein interessanter Name. Oh Gott, die Kamera. Achso, ich habe im letzten Video übrigens in den Kommentaren gelernt, was Abo-Box-Camping ist. Ich dachte immer, das ist negativ mir gegenüber gemeint, aber das ist ja positiv gemeint. Das heißt also, es ist jemand Abonnent, also für den, die es nicht wissen, es ist jemand Abonnent, der sich freut auf ein Video und guckt immer, oh, guckt jetzt ein Video. Ja, interessant. Ja. Okay, wir überspringen das ganze Gedöns hier und ich habe eben gerade noch so gemerkt, hey, ich habe ja hier den Sound an, die Musik an von FIFA, deswegen muss ich die euch rausschneiden, weil ich sonst Probleme mit GEMA-technischen Gedöns-Sachen bekomme. Oh, was mache ich denn damit, De Bruyne? Ja, naja, so sieht's auf jeden Fall aus. Und jetzt mal Lewandowski einfach mal draufschießen. Der Sting hält das Ding, aber die Zeugen Jeboas. Oh, das war nicht schön verteidigt. Wollen hier durchmischen. Ja, und ich wollte ja noch ein bisschen was erzählen, aber ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen was auf die Kette kriegen. Ja, und das sieht nicht gut aus. Wo sieht das gar nicht gut aus? Ja, vor allen Dingen kriege ich den Spieler mal gar nicht. Kevin Großkreuz und Shaqiri. Die beiden hier zusammen auf der Seite. Das könnte doch unser nächstes Traumduo werden. Ah, komm. Warum geht der eine Dante nicht hin? So, Dante hat ihn aber wieder. Ja, war ja auch ein spannendes Spiel. Jetzt habe ich gehört, so zwischen Bayern und Gladbach. Ich konnte es leider nicht sehen. Dante wieder in seiner alten Heimatstätte. Ah, das war mal ein Versuch wert, aber leider nicht so ganz. Ja, vielen Dank auch für euer Lob, wollte ich jetzt nochmal sagen, weil ich gesagt habe, ich kaufe mir keine Münzen, ich baue mich selber auf. Und das finde ich ist auch irgendwie, ja, das ist doch das Spannende eigentlich an FIFA. Ja klar, man kann mal irgendwann Packs aufmachen und vielleicht hat man ja Glück. Und dann kann man daraus ja Profit schlagen. Aber so ist das doch eine tolle Sache, wenn ich weiß, nach 2-3 Monaten, hey, guck mal, das habe ich mir jetzt zusammengebaut aus dem, was ich mir selber erspielt habe. Und das ist doch cool so.
Oh, jetzt mit Lewandowski. Hat er ein bisschen zu lange gebraucht. Hat er ein bisschen zu lange gebraucht. Und den muss ich jetzt haben. Den muss ich haben. Kann nicht sein, dass er den hat. Aber er hat ihn. Jetzt spielt er halt einfach schön durch. Ja, und mein Plan wäre jetzt, ne, ich habe ja letztes Jahr noch in FIFA 14 sowas gemacht wie Sieg oder Flieg. Und im Prinzip könnte man ja sowas jetzt nochmal neu starten. Da wir jetzt aber keine WM in Aussicht haben, wo man einfach Länderspieler zusammenbaut und mit denen spielt, könnte man ja sagen, und das wäre meine Idee und das wäre, glaube ich, eine richtig gute Idee, dass man Mannschaften zusammenbaut aus Hassvereinen, aus Rivalenteams, zum Beispiel eine Mannschaft baut aus, jetzt komm, oh was, das ist doch ein Foul gewesen, das ist einfach so aus. Ja, zum Beispiel aus Schalke und Dortmund Spielern und die müssen zusammen gewinnen. Zum Beispiel, ja, Schalke, Dortmund. Düsseldorf, Köln. Irgendwie sowas. Rivalenteams, Hamburg, Bremen, Spieler. Das finde ich eine interessante Sache und wäre auch relativ günstig zu meistern. Es sei denn, man nimmt jetzt Barca und Realspieler. Da wird es dann doch ein bisschen teurer für mich. So, da vorne ist er. Ich muss es mit diesen hohen Pässen probieren. Klappt aber nicht. Ja, das wäre für mich mal so eine Sache, da hätte ich Lust drauf. Ich muss mir nur noch einen guten Titel einfallen lassen, wie ich das Ganze nenne. Rivalen. Rivalenliebe. Irgendwie. Das ist. Ach, das ist für mich Vorteil. Das ist ja auch schön. Irgendwie sowas. Duell der. Keine Ahnung. Koop-Duell. Keine Ahnung, ich werde mir da noch was einfallen lassen. Aber da könnt ihr mal sagen, wie findet ihr die Idee? Oder habt ihr vielleicht noch eine bessere Idee, was man teamtechnisch so machen kann mit wenig Münzen, worauf ihr so Lust hättet? Schreibt sowas immer in die Kommentare, schreibt mir Nachrichten, da freue ich mich natürlich drüber. Aber bitte mit allgemeinen Vorschlägen, nicht jetzt so, bau das Team hier, ich habe den Link geschickt, weil, da würde ich einfach mal gern so allgemeine praktische Vorschläge wissen. Das wäre mal interessant. Ja, und jetzt würde ich sagen, gebe ich einfach mal weiter Gas und konzentriere mich jetzt mal aufs Spiel. Und vielleicht treffe ich dann auch mit Shaqiri. Ja! 1-0. Einmal konzentriert. Nach 2 Sekunden. Getroffen. Entschuldigung. So. Ja, ich weiß, ich mache sehr oft diese hohen Lupfer. Das ist meine Art von Spielstil. So spiele ich. Wenn das Leute nicht mögen, dann sollen sie gerne anders spielen. Ich weiß, dass das oft dann kommt, so, du musst immer so was. Aber jeder hat seine Art zu spielen. Und meine ist halt so. Und ich verliere dann am Ende noch 2-1, weil ich so ein Tor hier kassiere. Weil einer einfach durchkommt, irgendwie durch alle. Das ist dann einfach so, weil es so ist. Aber das werde ich mich jetzt nicht, das wird mich jetzt nicht aufregen. Dass der da so durchspazieren kann. Das regt mich nicht auf. Und dass er dann am Ende auch noch unter dem Torwart durchschießt, das regt mich auch nicht auf. Ich reg mich jetzt über meine Fehler auf und meine nicht genutzten Chancen vorne im Zweifel. So. Oh, das war nicht viel. So, jetzt nicht mit dem Innenverteidiger drauf gehen. Eigentlich müsste ich mal wieder so eine Fail-Analyse machen, wo ich dann selber aus meinen Fehlern. Komm, ne. Wo ich dann selber aus meinen Fehlern wieder lerne. Das habe ich ja früher mal gemacht bei FIFA. Wäre eigentlich auch mal wieder eine coole Sache, weil ich muss mich ja verbessern stetisch. Stetig. Aber da weiß ich auch schon so, dass das dumm war, was ich dann mache. Ja, jetzt hat er nämlich gedacht, ich spiele da runter. Aber ja hochgespielt. Ja, ich kann nämlich auch mal anders. Oh, jetzt. Ach, der wird geblöd. Oh, das war gefährlich. Das war gefährlich, die Nummer. Oh, da ist er jetzt aber ganz schön auf dünnem Eis wieder. So. Und da ist schon wieder der Ball hier hoch. Das klappt einfach immer gut. Und jetzt. Oh, schade, der angeschnittene Ball. Der war gar nicht mal so schlecht hier von Lewandowski. Ich will Lewandowski. Was kostet der eigentlich? Ich glaube, der kostet 50.000 wieder oder was? Oder noch mehr. Ah, schade. Oh ne, es ist unglaublich. Das ist unglaublich.
Ihr merkt, ich sag da nichts mehr, weil... Oh. Jetzt muss ich da links hochkommen. Aber wo will er jetzt hin? Das war aussichtslos für ihn. Also im Endeffekt gut gemacht von mir. Abwarten, weil er muss ja in die Mitte kommen irgendwie erstmal. Oh, schade. Jetzt wollte ich schön hier so einen Konter starten, ja? Aber klappt halt nicht. So. Nächste Halbzeit. Chancen. Ich muss sagen, meine Chancenauswertung ist ja gar nicht mal so schlecht, ne? Eine Chance, ein Tor. Jetzt müssen wir aber nochmal eine zweite Chance holen, das zweite Tor. Oh. So, einmal hier unten hin, hier eine schnelle Seitenverlagerung. You son of a goal. Was? Ich dachte, das hätte ich ausgemacht, aber da war er wohl noch dran. Ui. Ah, der drückt schön fleißig X. Aber... da habe ich Glück gehabt mit so einem abgefälschten Ball. Das war schon sehr lucky. Ter Stegen im Tor mit Frankfurt-Trikots übrigens. Oder was? Komm, gib ihn mir. Boah. Jahrelang drüber. Jahre ist eine Entfernungsanzahl bei mir. Ne? Maßeinheit. Ja, schön der Abschlag. Der gefällt mir. I like. Und oh, der wäre so stark geworden. Der wäre richtig stark gewesen, wenn der reingegangen wäre. Wette, hätte der, wäre er reingegangen, dann hätte er und wäre es auch überhaupt richtig geil. So, jetzt darf er nicht durch. Ja, da darf er nicht durchkommen. Da darf er nicht durchkommen. Er kommt aber durch. Er darf nicht weiterkommen. Er kommt aber weiter. Und da ist Papa. Sokratis. Und jetzt ist nicht abseits. Lewandowski! Komm mal hin! Hauer, hauer, hauer. Das war eine knappe Nummer. Ja, komm, schnell ins Ausschießen. Das sollte nicht da vorne hingehen, meine Herren. Jetzt kann er da einzeln durchlatschen. Und zurück zum Torwart. Oh, De Bruyne. Oh, shit. Ich spiele gerade richtig gut, finde ich. Richtig gut. Aber leider komme ich nicht zu den Chancen. Oh, jetzt kann er durchspielen. Oh, nee. Oh. Ja, komm, schießen mit der Stegen. Wenn er es jetzt nicht checkt. Wenn er es jetzt nicht checkt. Das kenne ich auch noch von mir. Hatte ich auch am Anfang in den Parts. Dass ich da den Torwart hatte für alle Freistöße. Für alles nimmt man den Torwart. Nein, nein. Es ist einfach maximal unverdient, was da abgelaufen ist schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Echt, ey. Dass mir sowas passiert, sowas behindert ist. Ey, da spielt man so ein gutes FIFA. Also für meine Verhältnisse jedenfalls. Und dann kommt da so eine Scheiße bei raus. Man wird einfach nicht belohnt für die Mühe, die man sich macht. So. Lewandowski! Schießt er 10 Kilometer drüber. Na klar. Ach man, so ein doofer Fehler. Dann macht er den halt auch noch rein. Oh. Ich habe schon längst passen gedrückt. Aber ist egal. Wird heute sowieso nicht mehr bewertet. So, Dante. Oh, doch nicht so weit zurück. Ich bin noch nicht... Mediamarkt, ich bin doch nicht blöd, ey. Ja,
So, toller Abschlag hier. Schön flach zum Gegner. Jetzt lasse ich ihn richtig kommen, ne? Jetzt noch das 3-1 kassieren am besten. Oh, kommt überall dran. Kommt überall dran. Ja. Rausch. Ich muss mal offensiver werden, glaube ich, jetzt. Oh, was eine Kombination! Und dann so ein knappes Ding. Ich verstehe es gerade nicht. Was ist hier los mit mir? Der spielt das gleich gemütlich runter, sage ich euch. Der spielt das gleich ganz gemütlich runter. Oh! Lewandowski! Da ist das Ding drin. Er macht es! Er macht es! Ich habe aber auch Glück gehabt, dass er gerade irgendwie da so den... Oh, komm, geh mal hier durch und so. Das war schon eine glückliche Nummer, aber... Das habe ich gar nicht so gewollt, aber ich habe es mal einfach mitgenommen. Ja, das ist die neue Art, wie man Fußball spielt. Man rennt einfach bis zum Tor durch und trifft dann dreifacher Seite Portale. Und man trifft dann am Ende noch am besten. Ey. So weit kommt's. Jo. Mach ich das auch mal? Aber ich treffe auch nicht. Aber immerhin die Ecke. Das war angetäuschter Schuss. Da kommt man oft gut mit durch, muss ich sagen. Hätte ich auch nicht so gedacht. Der war ein bisschen zu nah, glaube ich, am Tor. Und jetzt Kevin! Und nee, abseits. Schade, knappes Ding. Richtig spannend hier vor allen Dingen hier. 84 Minute. Und abseits. Ja, das ist auch ein Foul meistens. Es war eigentlich ein Foul, meiner Meinung nach, was da eben abgelaufen ist. Aber da kommt er mit durch. Und Rausch macht echt einen guten Job. Und jetzt De Bruyne. Oh, da oben. Shaqiri. Nein, das gibt es nicht. Oh, ey, so ein knappes Immer. Ja, ich weiß, ich habe jetzt noch eine Ecke, aber... Man will mehr, man will hier mehr, man will hier den Sieg. Ja, Dante würde ich jetzt nicht schießen lassen. Aber Lewandowski! Oder Immobile! Ja, endlich mache ich hoch aus dem Tor! In der 90. Minute, endlich drehe ich auch mal so ein Ding um. Es ist verdient. Muss man sagen. Es ist verdient. Gut, dass ihr noch dran geblieben seid, die noch dran geblieben sind. Meine. Oh, hier stirbst du immer 1000 Tode mit mir. Aber das darf jetzt nicht passieren. Das, was hier passiert, das darf nicht passieren. Nee, nee. Dante, ein sicheres Uhrwerk. Und Lewandowski nochmal zum... Habt ihr neulich den Jubel von Robin Dutt gesehen bei Werder Bremen, als er noch damals gespielt hat? Ja. So muss man jubeln. Den Jubel will ich bei FIFA. Entschuldigung. Das war jetzt ein bisschen viel außer Freude raus. Ne? Muss mal kommen auch mal. Vor allem muss mal kommen. Scheiße, ich gehe gerade wieder mit mir durch. Ich habe nichts getrunken. Hier ist reinstes Wasser drin. Ja, scheiße. Ja, 3-2 gewonnen. Ein richtig spannendes Spiel, nachdem ich mir übelste Fehler erlaubt habe. Am Ende noch glücklich das Ende herbeigespielt. Ja, danke. Ja, waren ein paar schöne Schüsse dabei, ein paar schöne Aktionen, fand ich.
attraktiver Fußball, meiner Meinung nach. Mir hat es gefallen und ich hoffe euch auch. Lasst mal Kommentare da. Habt ihr Bock darauf, so eine Mannschaft zu sehen? Schalke und Dortmund-Spieler zusammen müssen gewinnen. Wenn sie nicht gewinnen, müssen sie so lange spielen, bis sie gewinnen. So habe ich es beim letzten Jahr gemacht. Das wäre, glaube ich, meine Idee für die nächsten Parts. Die kommenden Parts. Ja, also macht's gut. Bis dann. Ciao, euer Basti oder auch Modern Consumer. Ich bin immer raus aus dem Bild, wenn ich hier so mache. Das sieht mal komisch aus. Abgeschnitten. So, muss ich hier immer drin bleiben. Ja.